Wir werden da jetzt nicht irgendwie noch mit Gedanken in Gelsenkirchen auflaufen, dass wir unglücklich in der Champions League ausgeschieden sind, sondern wir werden mit dem Gedanken auflaufen, dass wir da wieder hinwollen, ne? Und dann beim nächsten Mal vielleicht diesen Tacken noch besser zu sein, um dann vielleicht mal das Viertelfinale zu erreichen. Und darum geht es Samstag. Das ist ein wichtiges Spiel in dieser Konstellation. Gegen direkten Konkurrenten ist natürlich kein einfaches Spiel. Auf Schalke zu spielen ist immer schwierig, aber kann natürlich auch für uns, ja, was die Qualifikation angeht, ein großer Schritt sein. Wenn es morgen einen Elfmeter geben sollte, dann wird jemand antreten. Bis jetzt haben wir diese Saison noch keinen Elfmeter gehabt. Ich glaube, als einzige Mannschaft der Bundesliga. Ja, aber ich hoffe, wir kriegen nur einen diese Saison und ich bin da auch optimistisch, dass wir den verwandeln werden. Ich glaube, dass die WM nicht im Sommer gespielt werden kann, das ist klar. Und dann muss es irgendwie eine andere Lösung geben. Und ich glaube, die denken jetzt irgendwie darüber nach und das wird dann wahrscheinlich die beste Lösung sein. Da müssen sich alle Verbände danach richten und das irgendwie versuchen, dann so hinzukriegen, dass es für die Spieler und für die Nationalmannschaften eben halt so ist, dass man dem Wettbewerb gerecht wird. Das ist der größte Wettbewerb im Fußball, den es gibt. Und ja, und dann wird das schon irgendwie okay sein, ne? Also ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, ob jetzt der vierte Advent das richtige Zeitpunkt ist fürs Endspiel oder Heiligabend, keine Ahnung.